Er resümierte zufrieden. Ich fand es ein tolles Handballspiel. Vor allen Dingen für unsere Mannschaft die erste Halbzeit. Vor allen Dingen auch, wie wir da gestanden haben, wie wir uns Bälle erkämpft haben und diese dann auch mit viel Tempo-Handball nach vorne genutzt haben und wirklich viele schöne Tore erzielt haben. Ohne Wasser in den Wein schütten zu wollen, es war ein spannendes Handballspiel mit einer zugegebenermaßen guten Abwehr, allerdings in den ersten 25 Minuten ohne Torhüter. Silvio Heinevetter bekam keinen Zugang zum Spiel und musste deshalb Carsten Lichtlein weichen. Allerdings hatten es die Vorderleute des Berliner Schlussmanns geschafft, einige Angriffe der Gauchos schon im Ansatz zu unterbinden und über Tempo-Gegenstöße sogenannte einfache Tore zu erzielen. Deshalb führte die DAB 7 zur Pause auch verdient mit 17:13, steigerte sich bis Mitte der zweiten Halbzeit und legte bis zum 25:20 vor. Danach jedoch gab es einen Bruch im deutschen Spiel, Argentinien machte es noch einmal spannend und arbeitete sich Stück für Stück heran. Keeper Carsten Lichtlein und seine Vorderleute sorgten in den letzten Minuten aber dafür, dass den Deutschen der Sieg nicht mehr aus den Händen glitt. Mit einem weiteren Erfolg im nächsten Spiel gegen Montenegro hätten die Deutschen das Achtelfinale sicher. Derweil ist Frankreich als erstes Team aus der deutschen Vorrundengruppe ins Achtelfinale eingezogen. Die L'Équipe Tricolore fuhr gegen Brasilien den dritten Sieg im dritten Spiel ein und ist nicht mehr von einem der ersten vier Plätze zu verdrängen. Auf dem Weg ins Achtelfinale ist außerdem Tunesien nach einem 27:25 über Montenegro. Zum Radsport: Lance Armstrong hat jetzt offenbar doch zugegeben, während seiner Karriere gedopt zu haben. Der US-Amerikaner gab ein TV-Interview, das allerdings noch nicht ausgestrahlt worden ist. Ralf Siener berichtet. Das 2,5-stündige Interview wurde im Four Seasons Hotel in Austin, Texas aufgezeichnet. Anschließend schickte Star-Moderatorin Oprah Winfrey über den Kurznachrichtendienst Twitter die Mitteilung: He came ready, er war bereit. Armstrong gab zu, bei seinen Tour de France-Siegen leistungssteigernde Mittel genommen zu haben. Nach Informationen des Nachrichtensenders CBS und des Wall Street Journal will das US-Justizministerium gegen Armstrong klagen. Das Ministerium überlege sich noch in dieser Woche, einer Klage von Armstrongs früherem Teamkollegen Floyd Landis anzuschließen. Landis bezichtigt Armstrong und dessen Teammanager des Betrugs, weil sie Sponsorengelder der US-Postbehörde für Dopingzwecke missbraucht hätten. Nach Informationen der New York Times will Armstrong mit dem US-Justizministerium zusammenarbeiten und bezeugen, dass Funktionäre des Radsport-Weltverbandes UCI von seiner Dopingpraxis wussten und den Gebrauch leistungssteigernder Mittel unterstützten. Armstrong ist offenbar bereit, in einem Gerichtsverfahren als Zeuge gegen Besitzer von Rennställen aufzutreten. Zum Wintersport: Maria Höfel-Riesch hat beim Weltcup-Slalom im österreichischen Flachau ihren 25. Weltcup-Erfolg nur denkbar knapp verpasst. Die Doppel-Olympiasiegerin hatte nach dem ersten Durchgang klar geführt und ihren Vorsprung im zweiten Lauf sogar noch ausgebaut. Dann die Überraschung: kurz vor Einbiegen auf den Zielhang fädelt Höfel-Riesch ein und fällt aus. Den Sieg sicherte sich dadurch die US-Amerikanerin Michaela Schifrin. Beste Deutsche in Flachau war Lena Dürr auf Platz 14. Christina Geiger war ebenfalls im zweiten Lauf ausgeschieden. Uhr 45 ist es. Die ARD Infonacht. Kurznachrichten. Bamako. Frankreich dehnt seinen Militäreinsatz in Mali aus. Laut Nachrichtenagentur AFP rückte aus der malischen Hauptstadt ein französischer Panzerkonvoi in Richtung Norden aus. Hamburg. SPD-Fraktionschef Steinmeier hat Spekulationen zurückgewiesen, wonach der Stuhl von Kanzlerkandidat Steinbrück wackeln soll. Bei Spiegel Online bekräftigte Steinmeier, dass die Partei auch im Falle einer Niederlage bei der Niedersachsenwahl an Steinbrück als Kandidat festhalte. New York. UN-Generalsekretär Ban hat Zentralafrika aufgerufen, den gemeinsamen Friedensplan umzusetzen. Nur so sei die Krise vollständig beizulegen. Die Einigung sieht eine Übergangsregierung und Waffenstillstand vor. London. In Großbritannien und Irland haben mehrere Supermarktketten Hamburger verkauft, die Spuren von Pferdefleisch enthielten. Nach Angaben der irischen Lebensmittelaufsicht waren auch Aldi und Lidl betroffen. Leipzig. BMW sucht in Sachsen Testfahrer. Konkret geht es um Pendler im Raum Leipzig, die täglich mit einem Elektroauto mindestens 90 Kilometer zurücklegen.
Das Wetter. In der Nacht zur Ostsee hin Auflockerungen, sonst stark bewölkt, teils neblig und gebietsweise Schneefall, minus 1 bis minus 10 Grad, örtlich kälter. Am Tage stark bewölkt und zeitweise Schneefall. Im Norden teils aufgeheitert und überwiegend trocken, minus 5 bis 1 Grad. Staus und Behinderungen auf folgenden Strecken. A1 Saarbrücken Richtung Lübeck zwischen Mehring und dem Dreieck Moseltal ist die linke Fahrspur nach einem LKW-Unfall blockiert. Die A2 Berlin-Dortmund ist zwischen dem Kreuz Hannover Ost und Bad Eilsen wegen Straßenglätte für Schwerverkehr nicht passierbar. A6 Saarbrücken Richtung Nürnberg zwischen Rohrbach und dem Kreuz Neunkirchen Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle. A7 Ulm Richtung Hamburg zwischen Kassel-Nord und Hannover-Schmitten-Lutherberg Behinderungen durch ein querstehendes Fahrzeug im Baustellenbereich. A8 München Richtung Saarbrücken, zwischen Heimsheim und Pforzheim Süd Behinderungen wegen Bergungsarbeiten. A14 Magdeburg-Dresden zwischen Döbeln Ost und Nossen Ost, Nebel mit Sichtweiten unter 50 Metern. A95 Richtung München, zwischen dem Dreieck Starnberg und München-Fürstenried Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug. Soweit der Verkehrsdienst 47. Die ARD Infonacht. In Abu Dhabi tagt derzeit die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien, kurz IRENE. Sie soll helfen, die energiepolitischen Ziele der UNO umzusetzen. Bundesumweltminister Peter Altmaier ist vor Ort. Er will heute einen Club der Energiewende-Länder gründen. Was Deutschland tut, wird mit Interesse verfolgt, denn die Bundesrepublik hat eine Sonderstellung bei modernen erneuerbaren Energien inne. Werner Eckert aus Abu Dhabi mit den Hintergründen. Deutschland ist schon sehr speziell. Ein Drittel aller Solaranlagen weltweit hängen auf unseren Dächern, 8-mal mehr als in China. Und auch bei Windkraft ist Deutschland vorne dabei, hier aber hinter China und den USA auf Platz 3. Damit ist die Bundesrepublik insgesamt aber ein gewaltiger Faktor in der Weltstatistik. Die weist aus, dass erneuerbare Energien global mehr als 16% des Energieverbrauchs ausmachen. Aber die Sache hat zwei Gesichter. Moderne Windräder, Solarpanels und Geothermiekraftwerke sind eine. In der Zahl stecken aber auch kokende Holzkohle, mühsam gesammeltes Feuerholz, Kameldung oder getrockneter Torf. Sogenannte traditionelle Energien. In Südamerika, Afrika und Südostasien machen sie mit ihrem Rauch krank. Ihre Nutzung zerstört Natur und Artenvielfalt. Aber etwas anderes haben 40% der Menschen auf dieser Welt einfach nicht. Vor diesem Hintergrund haben die Vereinten Nationen Ziele für das Jahr 2030 formuliert. Alle Menschen sollen Strom haben und doppelt so viel Energie wie heute soll aus erneuerbaren Quellen kommen, aus modernen erneuerbaren. Tatsächlich entwickelt sich der Energiesektor weltweit in diese Richtung. 2011 sind 257 Milliarden Dollar in alternative Energien geflossen, 40 Milliarden mehr als in Öl, Kohle, Gas und Kernkraftwerke. Dabei verschieben sich langsam auch die Gewichte. Vor allem China ist dabei, alle anderen zu überholen. Die Zahl der Windräder hat sich in nur 5 Jahren dort verzehnfacht. Ob das allerdings reicht, das Ziel der UN, Verdopplung bis 2030, zu erreichen? Die Internationale Energieagentur ist skeptisch. Sie sagt, nicht einmal ansatzweise. Die Energiewende weltweit könnte trotz der Investitionen deutlich länger dauern. Werner Eckert berichtete. Immer wieder berichten wir hier über den Mangel an Hausärzten, gerade auf dem Land, allein in Sachsen-Anhalt. Beispielsweise haben in den letzten Jahren rund 300 Hausarztpraxen geschlossen. So müssen gerade in ländlichen Gebieten die Patienten oft kilometerweit fahren, um die nächste Praxis zu erreichen. Und ein Umkehrtrend ist nicht in Sicht. In Kalbe-Milde und Umgebung aber, da gibt es einen Hoffnungsschimmer, allerdings erst in 2 Jahren. Und so berichtet Theo M. Lies erstmal noch aus Landsberg. Guten Morgen, hallo. Frau Müller, kommen Sie näher an unseren Platz. Ja. Was bringt Sie zu uns? Ich habe seit gestern richtige Probleme mit dem Kreislauf, Kopfschmerzen. 11 Uhr in einer Hausarztpraxis in